hasse dieses Passwort. Des Imperators Bitches sind die geilsten. Moin Matthias. Hallo Frank. Typisch Großinquisitoren, immer zu spät. Ah, Inquisitor Roth. Wir haben Sie bereits erwartet. Großinquisitor Mask, bitte. Wir haben einen Auftrag für Sie, Inquisitor. Und wie lautet der Auftrag? Wir konnten mit einigem Aufwand endlich den Aufenthaltsort des Rebellenkommandanten James Hunt, genannt die Knarre, ermitteln. Die zu seiner Eliminierung ausgeschickten Assassinen sind spurlos verschwunden. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir diese Sache nun in die Hände eines fähigen Inquisitors legen sollten. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Inquisitor Hendrix hat zurzeit alle Hände voll zu tun und deswegen fiel die Wahl auf Sie. Ich verstehe. Hand hat sich in einer alten Festung mitten im Urwald einquartiert. Sie haben freie Hand. Nehmen Sie sich alles Nötige an Truppen und Ausrüstung. Gehen Sie heimlich vor oder sprengen Sie meinetwegen diesen Haufen, solange James Hand am Ende das Zeitliche segnet. Jawohl, Sir. Irgendwelche Vorkommnisse? Nein, Sir. Alles ruhig. Hoffen wir, dass es so bleibt. Unsere Männer brauchen ein wenig Ruhe. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Die Assassinen sollten uns Warnung genug sein. Ich denke, hier werden wir noch eine Weile sicher sein. Der Dschungel um uns herum ist ein guter Wächter. Undurchdringlich und voller Dinosaurier. Daran werden die Imps eine Weile kauen. Die meisten Inquisitoren an meiner Stelle wären mit einer Armee durch den Urwald gepflügt, um die Rebellen einfach zu überrennen. Ich bin jedoch der Meinung, dass ein kleines Kommando viel eher von Nutzen ist, besonders in diesem Fall. Verstehst du, Junge? Ja, Meister. Wir sind insgesamt zu fünft. Da seid ihr, eure Leibwächter, euer Pilot und ich, euer Schüler. Der Pilot wird uns nahe des Rebellenverstecks im Urwald absetzen. Wir werden uns zusammen mit den Leibwächtern zur Basis durchschlagen, in der sich die Zielperson verbirgt. Gut so, Marv. Merke dir eines. Die besten Taktiken sind meist die einfachsten. Wenn man zu viel plant, wird man nur dadurch überrumpelt, dass der Feind eigene Pläne hat. Jede Strategie wird unwichtig, wenn der erste Schuss fällt. Ich werde es mir merken, Meister. Pilot, passen Sie auf das Shuttle auf, während wir uns diesen Rebellen, sagen wir, vorknöpfen.